Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir haben ein neues vorgestellt, Shapes.io. Ich weiß jetzt gar nicht, ob welche Folge das ist. Ich glaube, die Nummer 6 ist das. Bin mir aber nicht sicher. Müsst ihr mal danach schauen, was da eingeblendet wird. Wie ihr seht, Shapes Puzzle DLC gibt's da. Du hast Spaß daran, deine Fabriken zu optimieren und effizienter zu machen. Hol dir das Puzzle DLC auf Steam für noch mehr viel Spaß. So, da kann man das dann sehen, etc. und so fort. Das wollte ich euch noch gesagt haben und dann gehen wir mal nach dem Intro hier rein und schauen uns das Ganze an. Bis gleich. Jo, da ist wieder unsere Bahn. Wir sollen dieses Symbol machen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie wir da dran kommen. Deswegen müssen wir erstmal hier auf dieser Karte gucken, ob wir irgendwo diese Form haben. Und ich weiß auch nicht, wie man die Form, wenn zerschneidet oder sowas. Aber das ist ja riesengroß hier, ne? Das haben die ja schon alle gesagt in den Kommentaren, ne? Dass das hier ohne Ende groß ist. Und ich muss irgendwie wahrscheinlich das Zentrum abreißen. Ich glaube, Mordrak war das, der es geschrieben hatte. Damit ich, ne, das nachher hinkriege. Nachher hinkriege, die Anschlüsse da alle zu benutzen. Wie gehen die? Keine Ahnung. Boah, hier unten ist immer noch was und immer noch mehr und keiner weiß wo. Das aufhört. Ah, da schau her. Hier ist was. Und das sieht so aus, als ob die Hälfte davon für uns zu gebrauchen ist, ne? Das wird ja spannend, ne? Das bedeutet, wir müssen einen Ausgang haben. Aber nicht nur einen, sondern mehrere. Ah, wie war das? Shift drücken oder war das? Ja, machen wir erstmal so. Machen dann. Ah, irgendwo habe ich jetzt eine falsche Taste erwischt. Hier ist wohl nichts mit WASD, wa? Oder doch? Ne, ist doch mit WASD. Ich weiß nicht, welche Taste ich da erwischt habe. Zack. Ja, hätten wir mal die Shift-Taste nochmal gedrückt, dann wären wir da auch weitergekommen. Hätten wir sie mal nochmal gedrückt, wären wir immer noch weitergekommen. So, dann brauchen wir einen Schnippelapparat. Der da ist. Und dann schnippelt er die Sternchen. Und da die Ecken. Oder? Ja, macht er. Wie wir gerade merken, sind da noch riesige Lücken. Die Ecken haben wir woanders auch schon weggehabt, aber wir brauchen halt diese Spitzen hier, ne? Okay. Die aus der Mitte kriegt man aber nicht raus, ne? Man kriegt immer nur die vom Rand raus, würde ich sagen, oder? Na, ja, dann ist das so. Teva rotaten. Ach so. Warte mal, ich habe jetzt das falsche. Nee. Extrahierer habe ich da jetzt. Jetzt müssen wir den so machen, oder? Ja, Shift-Taste, ne? Wollen wir nicht drüber reden. 3, 4. Dann schalten wir mal auf den, rotieren den, Shift-Taste nicht vergessen, machen so, dann schnippeln wir da, aber ich glaube, wir müssen erstmal gucken, wie die da rauskommen, ne? So, und dann brauchen wir die Schnippelmaschine, da geht leider nur da. So, dann haben wir da die und die. Passt erstmal. Und ich weiß nicht, wie man sie zusammenbaut, ne? Das ist das nächste. Ja, ich kann sie zerschneiden, aber ich kann sie nicht zusammenfügen. Ist ein Problem für mich, oder? Gut, gucken wir hier nach den Bonuszielen erstmal. Also die Dinger können wir da gebrauchen und hier, die sehen noch anders aus wie die. Aber wie kann ich die wieder zusammenfügen? Das ist die nächste Frage, ne?
Weil ich habe sie auseinandergeschnitten, aber ich kann sie nicht zusammenkleben, oder doch? Wüsste ich jetzt nicht. Ja, das ist noch was, wo ich noch überhaupt keine Ahnung von habe. So, Fließbänder. Ach, guck mal, was da oben ist. Okay, dann lassen wir das hier unten erstmal sein und bauen hiermit weiter. Ja, sehr schön, ne? Gut, okay, dann sind wir damit erstmal durch. Rotieren wir den mal. Das sind die vier. Und rotieren wir nach da. Kann ich den da hinsetzen und da einen Tunnel bauen? Geht, ne? Dann kann ich den da in der Mitte ja noch gewinnen, oder? Dann bauen wir den noch mal dahin, oder? Und dann kann ich doch den da nach da gewinnen. Ja, sieht so aus. Und das gleiche können wir mit dem hier auch noch machen. So, dann hätte ich hier Vierer, oder? Aber so viel brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Na, vielleicht brauchen wir doch so viel. Mal schauen. Ach so, hier müssen wir noch rotaten. Ah, Shift-Taste wäre cool gewesen, ne? Und Shift-Taste, alles klar. So, und dann machen wir da eine Kurve und da auch eine Kurve. Machen da erstmal so. So, die beiden haben wir. Ach, hier müssen wir noch einen verbinden, damit der dahin läuft. Und hier müssen wir noch einen verbinden, damit die auch noch zusammenkommen. Ne? So ist es richtig. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal so. 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 Die beiden führen wir hier zusammen und die beiden, okay, Shift-Taste wäre cool gewesen, führen wir da zusammen, ne? Ich glaube, jetzt haben wir da reichlich. Und jetzt müssen wir die Farbe noch finden, aber das ist ein Mixer, ne? Blau, oder was gibt das hier für eine Farbe? Ich weiß nicht, welche Farbe ich mischen muss, damit ich die Farbe kriege. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo unser Zentrum ist. Oh, doch sehr weit weg. Mhm. Ach Gott, hier, da sieht man das in der Übersicht auch, wo es diese ganzen Dinger gibt. Muss man nur weit genug rauszoomen, aber es ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm gewesen. Ich habe schon eine der nächsten Ecken genommen hier unten, ne? Ist das grün und, das müsste grün und blau müsste das Türkis ergeben, alles klar. Auf dem Weg dahin gibt es hier ein Grün und da ein Blau. Das bedeutet, das können wir dann mal dran vorbeifahren, oder? Zack. Ja, schade, ne? Fahren wir mal so erstmal. Machen wir so. Den drehen wir. So, jetzt kommen die Blauen erstmal wieder zueinander. Ich hätte vielleicht die in Richtung Grün erstmal schicken sollen, ne? Oder? Hätte ich nach oben bauen sollen. Naja, ist jetzt auch egal. So, dann machen wir das nochmal gerade hier. Dann passt das. Und hier müssen wir jetzt die Grünen bringen. Vierer. Shift-Taste nicht vergessen, ne?
Passt erstmal. Passt. Ein neues Upgrade ist verfügbar. Sehr schön. So. Und der Mischer kommt so dahin, oder? Und ich will hoffen, ja, ist die Farbe, die ich brauche. Sehr gut. Das hat schon mal geklappt. Der kann weg. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich die unteren Klamotten noch da hochkriege, oder? Ja. Ah, da rechts sind wir. Auf dem Level kann ich wohl bauen, oder? Okay. Also das mit dem Bauen auf diesem Level ist wohl etwas schwieriger. Und dann müssen wir hier noch so ein Anmalding haben. Die Farbe kommt natürlich wieder von der falschen Seite, wie immer. Aber wir können das ja rotieren. Ah, T wechselt die Geschichte. Warte mal, das heißt, die Farbe. Ja, die Farbe ist schon richtig. So muss es doch sein, ne? Lass mal gerade rauszoomen. Okay, da müssen wir hin. Das spielt auch keine Rolle, wie rum wir das hier machen, glaube. Also doch, spielt bestimmt eine Rolle, aber. Jetzt nochmal diese Farbmaschine da. Ich glaube, so rum ist richtig, oder? Ja. Okay, und dann muss das hier hin. Ne, dahin. Die Frage, ob das irgendwie so geht, aber ich glaube, das reicht nicht bis dahin, oder? Ne, leider nicht. So, das bedeutet, wir müssen hier was umbauen. Das hatten wir ja schon mal erwähnt, ne? Oder das hatte der Moderak erwähnt. Der Michael war da auch mit fleißig am Gucken. Jetzt muss man mal gucken. Ja. Da muss man eine ganz lange Autobahn hier bauen, ne? Das bedeutet, wir machen das mal hier so, glaube, dass wir das hier drehen. Wir können ja auch da rauskommen, ne, oder? Das ist gleich hier in grün. Also diesmal in rot, aber. Okay, das war jetzt nicht so prickelnd. Das Ziehen brauchte man wohl nicht machen. Nochmal weg damit. So, jetzt nochmal den Tunnel bauen. Okay, der geht nicht weit genug. Ist ein bisschen doof. Der kann ja weg, ne? Nochmal das Ganze. Ja, ich glaube, da muss ich den erst abbauen. Das habe ich wohl irgendwie nicht so ganz. Warte mal, dann bauen nochmal weg. Ja, ich weiß, dauert ewig jetzt, was ich hier bastel, ne? Weil ich total am Überlegen bin. So, jetzt können wir hier die vier Stränge auf jeden Fall so laufen lassen. So, dann muss der auf jeden Fall nach da und der dann nach da. So ist schon mal besser, oder? Würde der denn danach da reichen? Ja, er hat das da schön abgebaut gerade, ne?
Die roten. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wie es vorher war. So ein Shit. Gehen die hier so rum da rein? Oder wie war das? Oh Mann, ey. Oh oh. Das war jetzt nicht gut. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier lief. Sind die einfach da reingelaufen? Auf jeden Fall sind da welche, ne? Dann wäre es ja Blödsinn, so einen langen Umweg zu machen, oder? Und die Farbe ging hier lang, ja. Die Farbe geht auch da lang. Der kann auf jeden Fall weg. Irgendwas haben wir jetzt hier fehlgebaut. Ja. Mach das mal so. Und die Kreise werden da rot lackiert. Warum ich diesen Bogen gebaut habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Das geht nach da, oder? Ja, eigentlich schon. Schwierig. Ganz schwierig. Diese sind nach da gegangen. Warte mal, dann müssten wir das jetzt mal anders machen, ne? Ich glaube, das war dann so. Dann bau den da weg, den auch nochmal weg. Dann bau da einen Tunnel hin, der von da nach da geht. Dann ist es mit der Farbe wieder hergestellt, ja. Dann können wir hier schon mal eine Autobahn nach unten bauen, ne? So, aber der... Wo lief der hin? Ach, da wahrscheinlich, ne? Hier, nee. Der hat das hier automatisch irgendwie umgebaut. Ich schätze mal, der lief da rein. Also was ich mache, auch wenn ich es noch gar nicht brauche, ne? Ist diese Bahn da rein, damit ich weiß, dass ich diese Schnellstraße habe. Und das ist bei der ja nie anders, ne? Jetzt haben wir das auch schon wieder auseinandergebaut, wie wir gerade gesehen haben. So, diese vier Spuren brauchen wir definitiv da rein. Die sich dann hier irgendwo teilen. Vielleicht war das schon zu weit, dieses Stück hier. Aber ja, ist erstmal egal. Gut. So, das Rote kam ja erstmal hier nicht rein. Diese viereckigen Dinger müssen durch einen Tunnel von da nach da. Und dieses hier kann erstmal weg. Hier können wir so einen reinbauen. Und diesen hier bauen wir so. Dann werden die da reingefördert. So, und dieser hier, den bauen wir jetzt erstmal so, damit es wieder läuft. Der kann weg. Obwohl das jetzt hier noch im Weg sitzt, ne? Aber das ist erstmal gut. Also dieser Tunnel, der geht nachher durch. Aber das müssen wir alles noch umbauen.
Aber wir wollen ja erstmal die anderen Teile noch holen, ne? Den Highway von hier unten brauchen wir noch. Oh, passt ja, 100%, ne? Haben wir Glück gehabt, ne? So, das heißt, diese Dinger kommen jetzt da auch rein. Ja, da haben wir schon mal was gemacht. Die Autobahn erkennt ihr schon mal. Die habe ich schon hier vierspurig ausgebaut. Und das wird da auch noch so werden und da noch so werden und da noch so werden. Ja, ich weiß, da haben wir viel, viel, viel zu tun. Dieses hier habe ich zwar schon gebaut, brauchen wir nicht, weil ich das darum gebaut habe jetzt erstmal. Dann lassen wir das erstmal so. So, was sagt denn hier unsere 1? Upgrade geht hier. So, wir haben davon genug gemacht. Dann bedeutet das jetzt, oh, so einen schicken Stern hier mit so Spikes hinten dran. Die werden wir wohl noch nicht kriegen. Hier ist das Upgrade dafür. Hier sind noch solche, die weiß ich auch noch nicht. Jetzt müssen wir diese aber auch noch haben, sehe ich gerade. Okay. Das bedeutet, ja, wir müssen sowieso mehr davon haben, ne? Oder? Obwohl, hier sind ja eigentlich erstmal Rückstau genug auf dem Band. Wenn ich das so baue und dann mache ich den Malermeister hier hin. So. Dann baue ich das Band dahin. So. Dann baue ich das so. Also den brauchen wir noch einen. Den drehen wir so. Dann sollte das besser laufen, oder? Und der ist falsch angesetzt, sehe ich gerade schon. Das war nix hier. Nochmal den Kolorierer. Ne, da mischen wir die Farbe mit. Den wollen wir hier, den Anpinseler. So muss er hin. So muss er. So muss er. Na. So muss er. So muss er. 50-50 und jetzt müssten sie doppelt rauskommen. Das ist schon mal besser. Okay, dann haben wir das auch schon verdoppelt. Und wie wir sehen, verdoppeln wird noch bei weitem nicht reichen. Und wir müssen jetzt auch noch die anderen schaffen, ne? Warte mal, wenn ich jetzt hier eine Brücke baue, ne? Ein Tunnel, nicht eine Brücke. Reicht die bis dahin? Ja, die wird bis dahin reichen. Ach, er hat das mir jetzt hier kaputt gemacht, oder? Weil ich da wieder durchgezogen habe, ich Held. Gut. Der muss weg. Der muss wieder dahin. So, jetzt habe ich es richtig. Und der ist falsch und der ist falsch. Dann muss ich nochmal bauen, weil ich das kaputt gemacht habe. Ich darf den nicht anpacken, sondern muss den so lassen. So, ich kann ja auch das so machen. Geht nicht. Dann warte mal, machen wir den da weg. Und bauen das hier so rum. Nee, ihr sollt da jetzt nicht reinfahren. Jetzt fahren die da oben rein, ist aber glaube ich auch nicht schlimm, ne? Doch, die stauen sich, super. Gut. Ich weiß nicht, ob das die Technik die richtige war, aber die blauen sollen da nicht rein. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir so einen noch hier hinbauen. Jetzt sollten graue auch da durchkommen, ne? Genau. Das ist doch schon mal cool. Und die brauchen wir ja auch. Die waren ja auch verlangt, ne? Hier oben konnten wir das sehen. Diese da. Die flitzen da jetzt auch ganz schnell rein. Sehr gut, dann haben wir diesen Punkt auch geschafft. Unser Hauptaugenmerk liegt noch auf den 800. Die müssen wir dann natürlich auch noch irgendwann verbessern. Das andere fließt natürlich richtig schnell. Also das heißt, wir müssen hier definitiv mit der Farbe noch weiter ausbauen. Ja, müssen wir hier so einen Farbmischer noch mehr machen, ne? Kann man das so basteln? Ich glaube nicht so wirklich, ne? So, lass mal gerade checken, dass wir das so machen. Das.
das. So. Den wollen wir da rein. Den bauen wir da rein. Dann mixen wir den da. Und bauen den darüber. Und bauen den da ein. So, dann kriegen wir da doppelt so viel Farbe weg. Dann muss es hier auch ein bisschen schneller gehen, oder? Ja, sieht so aus, als ob wir da jetzt ein bisschen vorankommen, oder? Bin mir nicht sicher, aber sieht so aus. Die Farbe staut sich aber nicht. Neues Upgrade verfügbar. Das heißt, wir haben diesen einen fertig gebaut, würde ich sagen, ne? Genau. So, da wollen die jetzt noch diese halben haben dann. Gut, das läuft ja. Die halben haben wir ja sowieso schon genug, ne? Da brauchen wir also nicht mehr. Gut. Und hier unten ist noch dieses, was ich nicht bauen kann. Hier muss ich noch ganze haben. Die laufen aber wohl rein. Müssen wir mal gucken. Laufen da Vierecke rein? Ja, hier zwischen sind sie. Da kommen sie weg. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann oder Vorschau.